Moin Moin Sekrotsfreunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Fokus. Ich bin's Toxic und heute habe ich für euch den tierneuen Premium-Zerstörer Venom, der Amerikaner, ausgepackt. Für alle, die die Venom irgendwo nach der Runde im Shop suchen, dem sei gesagt, das Schiff gibt's nirgendwo derzeit zu kaufen. Es war beim Event Monsterwelle zu erspielen gewesen. Das habe ich gemacht, weil ich im Vorfeld gesehen habe, das ist ein Schiff, was mir liegen könnte. Und dementsprechend, ja, wollte ich das Schiff unbedingt haben. Und hier bin ich eine Runde gefahren und mal gucken, was ich hier so gemacht habe. Ich glaube, es ist eine ganz interessante Runde und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und deswegen schauen wir einfach mal rein. Erstmal schauen wir uns natürlich wieder die Aufstellung an. Wir haben auf beiden Seiten zwei Zerstörer. Auf der Gegenseite ist die Gearing und die Friesland. Beide Schiffe, mit denen wir uns nicht unbedingt auf ein Gun-Duell einlassen sollten. Warum, das werde ich euch im Gefecht noch ein bisschen näher bringen. Des Weiteren haben wir zweimal hier Puerto Rico mit Radar ausgerüstet und auch die Kronstadt und jede Menge Schlachtschiffe und ein CV, also ein Flugzeugträger auf der gegnerischen Seite, sollten wir uns auch ein bisschen fernhalten. Wir sehen schon, der fliegt uns jetzt auch irgendwo an, Richtung A guckt er zumindest, hat aber seine Bomber drin und wir haben gesehen, die Gearing fährt auch Richtung A. Und ich werfe einfach schon mal Torps in die Richtung, weil das ist natürlich unser großer Vorteil hier bei der Venom. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr, das ging gerade offen, warum wir das hier einfach ein bisschen blind am Anfang der Runde schon gemacht haben. Mit der Venom haben wir nämlich 16 Torpedos gleichzeitig. Ihr hört richtig, 16 Torpedos. Das heißt 2x8 die Seite. Und ihr müsst noch nicht mal warten, bis eine Seite nachgeladen hat. Nein, beide Seiten sind quasi gleichzeitig verfügbar. Und hier hat sich die Gearing gesmoked, sieht uns also nicht. Wir haben auch IPF hier geskillt, ich weiß ungefähr, wo sie ist. Jetzt wurden wir aber entdeckt, Gearing ist da rausgefahren. Aus Nebel ist es wieder zurückgefahren. Und für die Gearing sind wir natürlich ein lohnenswertes Ziel, weil wir haben nicht ganz so viele Health Points wie die Gearing. Wir sind ein Tier 9 Schiff, Gearing ein Tier 10 Schiff. Und wir werfen einfach nochmal blind ein paar Torpedos rein, in der Hoffnung, dass die Gearing hier wieder sich zeigt, weil sie vielleicht gierig ist und uns vernaschen möchte. Puerto Rico da hinten mit Radar deckt uns auf, fünffach aufgeschaltet. Wichtige Anzeige für mich da oben. Ich weiche da mal den Geschoss ein bisschen aus. Jetzt sind wir außerhalb der Radar-Range. Ihr seht da oben 10,1, 10,2 Kilometer. Wir sind rausgefahren. Und ja, die Torpedos in den Nebel rein. 1, 2. Und zack, die Gearing war gierig gewesen. Hat zwei Torpedos mitgenommen. Erstes blutvernichtender Schlag. Ja, das war's für die Gearing. Und hier haben wir schon mal freies Spiel auf A. Kein Zerstörer mehr erstmal in Sicht. Wir sehen, die Friesland waren nicht bei B drin gewesen, aber darum wollen wir uns jetzt erstmal nicht kümmern. Trotzdem schauen wir uns die Minimap natürlich an und sehen, der Gegner ist mit geballter Macht hier Richtung AB auf unserer Seite unterwegs. Und ich glaube, es kommt uns ganz gelegen, weil, wie gesagt, wir haben unsere Torpedos, die hier auch schnell nachladen. Wir haben einen maximalen Schaden von 15.200, den wir anrichten. Und wir haben schnell nachladende Torpedos. Sprich, wenn man die Torpedos hier mit allen skillt, dann kommen wir auf 65 Sekunden. Ohne Skillung sind wir bei 85 Sekunden. Immer noch sehr respektabel, aber 65 Sekunden. 16 Torpedos gleichzeitig um im Wasser zu haben, beziehungsweise natürlich ein bisschen versetzt. Wir müssen hier drehen. Ihr seht's. Ich mache das auch gerade. Versuche natürlich erstmal die Zeit auch runterzunehmen vom Cap, dass wir uns den gleich holen. Und dann schicken wir hier wieder 16 Aale ins Wasser. Und das ist auch das Ziel bei der Venom, möglichst viele Torpedos immer im Wasser zu haben, weil je höher ist natürlich die Möglichkeit, irgendwas zu treffen. Und hier haben wir ein Ziel, die Bismarck, die ja ziemlich dicht rankommt. Hat eigentlich Hydro, aber vielleicht hat es nicht angehabt oder nicht im Schirm gehabt. Nimmt auf jeden Fall hier auch zwei Torpedos mit. War nochmal knapp 20.000 und die nächste Welle ist dann schon im Anmarsch Torpedos. Und ja, wenn sie jetzt das Flooding repariert hat, dann könnt sie gleich ein Problem kriegen, wenn sie irgendwo noch den nächsten Torpedo nascht. Eine weitere Besonderheit von der Venom ist zudem der geringe Trefferpool, also der Health Pool, den wir hier auf T9 haben, beträgt standardmäßig 14.500. Warum habe ich jetzt 17.650, wenn ihr unten an der Anzeige reinguckt? Ich habe hier, das ist mein Gearing-Kapitän, und ich habe Experte über der Überlebensfähigkeit geskillt und komme deswegen auf ein paar mehr HP und das ist nicht so verkehrt. Also, es ist vielleicht kein unbedingter Pflichtskill, aber in der einen oder anderen Situation macht es halt den Unterschied, ob ihr hier knapp 3000 Health-Punkte mehr auf diesem Schiff drauf habt.
Des Weiteren habt ihr hier diesen guten US-Nebelerzeuger, der echt lange anhält, auf diesem Schiff auch. Ja, und als weitere Möglichkeit den Motorboost oder das defensive Flakfeuer, was ihr als drittes Verbrauchsmaterial wählen könnt. Ich habe hier das defensive Flakfeuer gewählt. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ist wahrscheinlich noch aus alter Tradition heraus. Ja, und jetzt habt ihr gesehen, hier pushen Bismarck und Tirpitz ziemlich offensiv in den Cap rein. Und da sind unsere Torpedos natürlich auf den Weg dahin und werden hoffentlich jetzt was mitnehmen. 1, 2, 3 Treffer auf die Tirpitz. Das hat schon mal richtig gut eingeschlagen und die Bismarck kriegt auch gleich die nächste Salve ab. Also ihr seht, dieser Torpedo-Spam von der Benham, der kann echt richtig tödlich sein, wenn man da als Schlachtschiff kein Auge vor sich hat, was irgendwo aufklärt, aufdeckt. Und die Bismarck hier mit 2 Torpedotreffern direkt aus dem Spiel raus. So, wir haben 6 Minuten gespielt. Das ist unser zweites Schiff, was wir jetzt rausgenommen haben. Und wir stehen bei 93.000 Schaden. Und da vorne bietet sich direkt das nächste Opfer, Kurfürst. Und ihr seht, wir haben direkt schon wieder nachgeladen. Also kaum sind die Torpedos eingeschlagen, haben wir hier schon wieder die nächste Salve bereit. Und in knapp 8-9 Sekunden auch schon wieder die andere Seite. Wir müssen natürlich irgendwo gucken, dass wir uns mit diesem Schiff immer irgendwie positionieren, dass wir nicht in den Gegner zu nah rein oder ranfahren und trotzdem beide Werfer auf beiden Seiten immer effektiv irgendwo ein Ziel bringen können. Und hier haben wir genug Ziele. Also die Gegner machen es uns mit den Schlachtschiffen, ich will nicht sagen einfach, aber wir haben genug Ziele. Und das ist das, was die Benham ausmacht. Hier Puerto Rico auch auf unter 10,5 Kilometer dran und da schmeißen wir einfach mal blind die Salve rein und ja, wenn sie nicht trifft, wie gesagt, wir haben unsere Torpedos schnell wieder bereit und das ist die eindeutige Stärke hier von unserer Benham, die wir ausnutzen müssen, weil guckt unten runter auf die Minimap, wir sind hier der einzige Zerstörer, der irgendwo versuchen muss, diese Flanke hier wieder zu halten. Auf der anderen Seite haben wir C-Fall souverän gecapt, aber unsere ja, Mitspieler haben auch nicht so richtig vor, uns hier irgendwo zu supporten, habe ich das Gefühl. Wir sind hier also der Fels in der Brandung und müssen versuchen, irgendwo A zu cappen, also wieder zu cappen. Wir haben es ja gecappt, aber zu resetten natürlich. Also wird natürlich nicht so einfach. Puerto Rico schluckt hier 2 weitere Torpedos mit Wassereinbruch. Aber es bringt uns halt nicht so viel momentan, weil wir können natürlich hier nicht irgendwo uns auf ein Gun-Duell einlassen mit einer Puerto Rico. Das würden wir hier eindeutig verlieren. Das ja, wäre nicht so gut und die Puerto Rico deckt uns jetzt auch mit ihren Radar auf. Wir haben ja, wie gesagt, 2 Puerto Ricos auf der Seite. Wir müssen jetzt immer gucken, dass wir an der Grenze zur Legalität hier irgendwo arbeiten, an diesen 10 Kilometern irgendwo. Ja, ihr seht, bei knapp 9 Kilometern versuche ich mir immer aufzuhalten, dass die ja, Schiffe das natürlich auch schwierig haben, auf uns gut zu zielen. Hier die nächsten 2 Torpedotreffer auf den großen Kurfürst und wieder Puerto Rico Torpedos raus. Dreimal anvisiert sind wir hier. Und wir schwenken hin und her, links und rechts und versuchen natürlich den Geschossen hier überall auszuweichen. Radar ist wieder aus. Und ihr seht, zweimal, glaube ich, waren wir jetzt offen gewesen, haben ein bisschen über 6500 Health-Punkte eingebußt. Aber dieser Experte der Überlebensfähigkeit macht es uns dann noch ein bisschen flexibler. Jetzt können wir großen Kurfürst mal beschießen, aber naja. Unglücklicherweise nächstes Mal Radar gezogen von der anderen Puerto Rico. Das ist natürlich immer ein Spiel irgendwo auf Messerschneide, was wir hier machen. Weil wir müssen irgendwo immer flüchten und unsere Torpedos trotzdem versuchen ins Wasser zu kriegen. Puerto Rico hat nebenbei wieder 2 Torpedos geschluckt. Wir stehen hier schon mit 21 Torpedotreffern und wir haben noch nicht mal die Hälfte vom Spiel gespielt. Wow, 235.000 Schaden. Aber ich weiß nicht. Ich bin hier irgendwo auf verlassener Flur, fühle ich mich hier so. Die Puerto Rico fährt da wahrscheinlich in unseren nächsten Torpedospam wieder rein. Ein bisschen Glück können wir die Puerto Rico hier rausnehmen. Das glaube ich, wird sie jetzt nicht schaffen, hier unseren Torpedos zu auszuweichen. Nein, so ist es auch. Also dreimal noch Torpedotreffer, Großkaliber haben wir gedroppt. Und ja, jetzt flüchten die. Jetzt haben sie gemerkt, okay, Puerto Rico, großer Kurfürst. Nee, hier gegen die Benham, da haben wir keinen Bock drauf. Da holen wir lieber ab, weil das sind zu viele Torpedos. Und nur Radar, wenn das Verbrauchsmaterial jetzt auch erstmal aufgebraucht bzw. einen Cooldown hat, da können wir irgendwo nicht gegenhalten. Und ja, das Problem ist aber, wir haben hier kein Backup. Wir haben hier nichts, was irgendwo dagegen wirkt. Wir haben jetzt einen Cap und der Gegner hat 2 Caps. Mit den Schiffen sind wir hier gerade noch so in, ich wollte gerade sagen, Gleichzahl. Und zack, nimmt die Iowa unsere Izumo raus. Also irgendwo sehr unglücklich. Wir versuchen jetzt zurückzufahren und natürlich B zu cappen, weil wir hier keine Gefahr mehr irgendwo haben.
Der eine Zerstörer ist fast noch unterwegs, aber das Risiko müssen wir jetzt natürlich eingehen, weil sonst ist die Runde hier instant verloren. Beim Spielstil zur Benham sei natürlich gesagt, hier handelt es sich um ein klassisches Torpedoboot. Ihr habt 10,5 Kilometer Torpedos, die geskillt, 65 Sekunden nachladen und je 8 Torpedos pro Seite habt ihr. Und das ist natürlich ein Graus für den Gegner. Ja, jeder Gegner, der hier in der Nähe ist, ihr seht's, der hat hier echt zu tun, den Torpedos aufzuweichen. Durch die Sichtbarkeit, wenn ihr hier auf Tarnungsmeisterfolge geskillt seid, und das solltet ihr natürlich tun, habt ihr 5,9 Kilometer, auf den ihr dann erst aufgeht. Und ja, natürlich eine sehr gute Verborgenheit, weil ihr habt 4,6 Kilometer zwischen euch und der Torpedo-Range, also 10,5 und 5,9, ergibt 4,6, in denen ihr verdeckt tauchen könnt. Und sogar noch einen Spielraum von 500 Meter vor dem US-Radarschiffen. Wie ich schon eingangs sagte, lässt natürlich die gute Nachladezeit der Torpedos hier zu, ständig Torpedos auch blind immer Richtung Gegner, der natürlich irgendwo in Reichweite sein muss, abzufeuern und auf Glückstreffer zu hoffen. Zudem 4x 127mm Kanon und 3,3 Sekunden Reload sind solide, reichen aber nicht unbedingt aus. Selbst wenn ihr Full HP seid, würde ich mich nicht mit einem Gegner, der auch Full HP ist, also sprich einen gegnerischen Zerstörer, einlassen auf ein Gun-Duell. Das wird schwierig werden. Wenn der andere weiß, was er tut, dann habt ihr hier wahrscheinlich das Nachsehen. Das lasst lieber bleiben. Wenn ein Gegner runtergeschossen worden ist, könnt ihr natürlich auch auf ein Gun-Duell euch einlassen. Müsst ihr wahrscheinlich auch ab und an. Aber wie gesagt, ich würde es nicht zwingend machen, wenn es nicht gut tut. Ja, der Schwachpunkt ist hier natürlich eindeutig der Healthpool von gerade mal 14.500 Strukturpunkten. So, ihr seht, ich kann hier irgendwo gerade gar nicht so viel machen. Versuche natürlich irgendwo meine Torpedos weiter an Mann zu bringen. Hier Tierpitz auf 9 Kilometer knapp dran. Da werfen wir noch was hinterher. Der Kurfürst da oben zieht sich ziemlich weit zurück, geht in den Kampf gegen anderen Kurfürsten. Und unser Team ist jetzt ziemlich aufgeraubt. Ihr seht, unser großer Kurfürst drohen. Alles fährt hier weg und ja, wir stehen als einziges Schiff hier irgendwo in der Mitte und wir können einfach nicht viel machen. Was sollen wir hier machen in der Situation? Was sollen wir machen? Ja, wir haben den Flugzeugträger, der noch irgendwo auch noch auf der Jagd nach uns ist und ja. Wir haben halt zwei Caps, weil ich einen Cap gerade geholt habe und ihr seht es, wir würden rein theoretisch gewinnen, wenn jetzt hier nichts mehr passieren würde. Aber davon können wir natürlich nicht ausgehen, weil der Gegner hat einfach noch zu viele Schiffe und ja, unsere Leute sind hier am Wegfahren. Der große Kurfürst ist sogar noch Full HP. Ihr seht es oben links in der Anzeige und ist trotzdem viel, viel, viel zu weit weg. Und da geht jetzt die Friesland auf. Und ihr seht hier gegen 2200 HP Friesland, da gehen wir natürlich ins Gun-Duell rein. Und den haben wir auch ganz locker. Da hat er keine Chance mehr, sich da irgendwo noch zu wehren. Aber da seht ihr auch schon, Puerto Rico geht in der Mitte auf. Hat jetzt natürlich Radar ready. Und jetzt haben wir ein Problem. Ja, unser Nebelwerfer ist falls. Schön, dass er so lange anhält und wir werfen jetzt nochmal Richtung Puerto Rico ein paar Torpedos raus und ich versuche mich hier irgendwo in Sicherheit zu bringen. Versuche nochmal nicht unbedingt die Breitseite zu den ganzen Schiffen zu zeigen und hier ist ein Berg, den wir hoffentlich nutzen können, um uns hier noch vor der Puerto Rico zu retten. Und ein anderes Schiff hat gerade nicht die Möglichkeit auf uns zu schießen, aber ihr seht schon, der CV geht uns auch an und unser Nebel wurde jetzt gelegt und ist jetzt ausgelaufen. Und jetzt wird es natürlich schwierig, die Puerto Rico hier mit 54.000 HP und wir gehen mit 4000 HP. Sie kann oder muss uns das eigentlich rauspushen. Radar wird jetzt nicht mehr ganz so lange halten. Aber wir versuchen es jetzt einfach. Weil, was sollen wir hier machen? Wir sind ja alleine auf weiter Flur. Puerto Rico kommt da um die Ecke rum. Hat uns jetzt auch entdeckt. Und ich werfe jetzt erstmal nur eine Salve ab. In der Hoffnung, dass sie irgendwo vieles mitnimmt. Wir sind es natürlich erstmal zu. Weil wir nicht geschossen haben. Und jetzt wird durch die Flieger aufgedeckt, aber wir sind jetzt gleich in der 2-Kilometer-Range drin. Und das wird jetzt natürlich kritisch. Vielleicht hätte ich mir den Werfer aufheben sollen. Keine Ahnung, wie man es richtig gemacht hätte. Ja, einmal Wasserabbruch hat es. Hier kommt nochmal die komplette Salve raus. Leider treffen zwei Torpedos nicht, sonst hätte es gereicht. Wir wollten hier gerade nochmal drehen. Leider haben wir es nicht mehr geschafft gehabt. Ja, vielleicht wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Flooding hat das Schiff noch, aber es ist auch kein anderer, der irgendwo hier in der Nähe ist, der gerade auf irgendwas schießen kann. Ihr seht, großer Kurfürst ist auch rausgegangen. Rohn da oben als alleiniger Kreuzer wird es hier definitiv nicht mehr schaffen und die Shokako müsst ihr auch schon Wunderdinge vollbringen, um uns diese Runde hier noch zu gewinnen. Auch wenn die Runde hier für uns vorbei ist, möchte ich natürlich euch meine Verbesserung und Kapitänskillung einblenden. Als Verbesserung habe ich im ersten Slot die Hauptbatterie-Modifikation 1 gewählt.
Im zweiten Slot könnt ihr wählen, ob ihr jetzt Antrieb oder Steuergetriebe Modifikation 1 auswählt. Das macht für mich jetzt nicht den riesengroßen Unterschied. Im Slot 3 habe ich Zielsystem Modifikation 1 oder die Flakbewaffnungsmodifikation 1 gewählt. Einfach zusätzlich zum Verbrauchsmaterial, ja, das ich hier gewählt hatte, habe ich euch ja mittendrin im Spiel gezeigt. Im nächsten Slot Antrieb oder Steuergetriebe Modifikation 2. Mit dem Steuergetriebe kommt ihr von der Ruderstellzeit von 3,4 Sekunden runter nochmal auf 2,7 Sekunden. Ja, dann im nächsten Slot ist Tarnungsmodifikation 1, nämlich der Pflichtskill, genauso wie im letzten Slot Torpedo Nachladen mit Modifikation 3. Beim Kapitän habe ich meinen Gearing-Kapitän hier einfach auf der Benham drauf. Und folgende Skill-Empfehlung habe ich für euch, wenn ihr nur einen 10er Kapitän habt. Vorrangiges Ziel mit letzter Anstrengung, Torpedo-Bewaffnungskompetenz und den Tarnungsmeister. Des Weiteren könnt ihr hier nehmen die präventiven Maßnahmen, Adrenalinrausch, Inspekteur und Experte der Überlebensfähigkeit. Oder ihr verzichtet zum Beispiel auf präventive Maßnahmen und Experte der Überlebensfähigkeit oder den Inspekteur. Und dann könnt ihr diese 4 Skillpunkte auch in die Funkordnung investieren, so wie ich es hier unter anderem gemacht habe, um einfach gegnerische Zerstörer noch besser auszuspielen. Ja, während die Runde jetzt hier langsam zu Ende läuft, die Bilder laufen ja alle noch, möchte ich euch mal ganz kurz mein Fazit zu der Benham nochmal sagen. Die Benham kann ein super unangenehmer Gegner sein, wenn man ein paar Dinge beachtet. Das sind unter anderem: halte dich fern von Flugzeugträgern, halte dich außerhalb oder am Rande von Radarschiffen und lasse dich nicht mit gegnerischen Zerstörern ein, die zumindest noch volle Lebenspunkte haben. Berücksichtigt man diese paar Sachen und hat dann noch genug potenzielle Gegner, natürlich vorzugsweise die gerade ausfahrenden Schlachtschiffe, dann erleben doch hier viele die Torpedosuppe in den Zufallsgefechten. Ihr mit euren fast gleichzeitig abzufeuernden 16 Torpedos und das alle 65 Sekunden, ihr seid natürlich der Schrecken für jeden Gegner und jede Menge Torpedos habt ihr gleichzeitig im Wasser, die der Gegner ausweichen muss, wenn er nicht in die Gefahr kommen möchte, sofort vernichtet zu werden. Wichtig mit der Benham ist natürlich auch, ihr müsst hier irgendwo vorausschauen, fahren und euch so positionieren, dass man schnell beide Seiten vom Torpedowerfer einsetzen kann und ungefährdet aus Situationen kommt, wenn zum Beispiel gegnerische Zerstörer in der Nähe sind oder Radarschiffe. Und ihr habt es gesehen und gerade gehört, wenn ihr RPF, also die Funkordnung, geskillt habt, ist es natürlich möglich, hier gut die Caps anzufahren und den Gegner schon vorab einen Schwarm an Torpedos entgegenzuwerfen. Gerade an offenen Caps macht das natürlich noch mehr Sinn oder noch mehr Spaß und der gegnerische Zerstörer kriegt gleich schon mal eine Aufgabe, euren Torpedos irgendwo auszuweichen. Ja, die Benham ist somit ein Schiff mit ganz deutlichen Stärken und dem größten Schwachpunkt natürlich ihren Lebenspunkten. Hat man das aber gut im Griff und die Gegner passen nicht auf, kann man hier wirklich viel Spaß haben und richtig viele Torpedotreffer landen. Ja, mit den vier Geschützen, wie ich es dir vor nur kurz einmal nur zeigen konnte, die kann man natürlich nur bedingt hier einsetzen, wenn ihr in eine gute Position kommt oder ihr nutzt euer wirklich lang anhaltenden Nebel aus und versucht hier ein paar Brände zu legen, wenn sich dafür ein geeignetes Ziel anbietet. Ansonsten war es das hier mit der Runde. Ihr seht, trotz unserer fast 308.000 Schaden, was wir hier wirklich gemacht haben, ich denke mal, die Runde war okay gewesen für die Benham. Wir haben das Möglichste gemacht, was wir machen konnten. Leider hat es nicht gereicht. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und euch hat das Video wieder ein bisschen was weitergebracht. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne wieder einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge von Im Fokus. Ich danke euch fürs Zuschauen und lasse euch die letzten Sekunden jetzt ausklingen. Im Anschluss gibt es noch die Screenshots. Und ja, wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Seekos Team und euer Toxic. Bis bald.